Diesen Menschen, der gerade verstorben ist, der Angehörige hat, der eine Familie hat, der Freunde hat, diesen Menschen beschimpft er im Nachhinein als Nazi und so weiter und so fort. Und dann wagt er es hier auch noch, das Maul aufzureißen, anstatt erstmal ganz, ganz kleine Brötchen zu backen. Corona hat mehr gegen die Nazis getan als die Sicherheitsbehörden. Das twitterte ein gewisser Jürgen Kasek. Das Abscheuliche daran ist, dass er das über einen Artikel schrieb, der da heißt: Rastatter AfD-Fraktionsvorsitzender Roland Oberst stirbt nach Corona-Infektion. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier, meine Lieben. Ich wollte natürlich wissen, Jürgen Kasek, wer ist das überhaupt? Wikipedia schreibt, er wurde 1980 geboren, ist ein deutscher Politiker. Oha, wollen wir mal schauen, von welcher Partei. Er war von 2014 bis 2018 Landesvorstandssprecher des Sächsischen Landesverbandes von Bündnis 90 Die Grünen. Zugutehalten sollten wir Kasek, das war nicht die übliche linke Laufbahn, also Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal eingeschlagen hat, sondern Jura studiert und sogar abgeschlossen hat. Er ist selbstständiger Rechtsanwalt. Das ist aber auch das Einzige, was wir diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich ihn bezeichnen soll, jemand, der sowas verbricht. Aber wie auch immer, Kasek ist in so einigen meines Erachtens linksextremen Organisationen aktiv und dann schreibt Wikipedia, darüber hinaus setzt er sich gegen Legida, den örtlichen Ableger der Pegida-Bewegung, ein. In diesem Zusammenhang, und jetzt kommt's, warfen ihm Vertreter und Sympathisanten aus dem Umfeld der Gruppe vor, an einem Überfall auf einen Ordner der Gruppe beteiligt gewesen zu sein. Bei dem Überfall war der Ordner schwer verletzt worden und kam ins Krankenhaus. Kasek bestritt seine Beteiligung und erklärte, er lehne jede Gewalt ab. Weiter schreibt Wikipedia, in der Folge erwirkte Kasek eine einstweilige Verfügung, die die weitere Behauptung, er sei an der Aktion beteiligt gewesen, mit einer Strafe von bis zu 250.000 Euro belegte. Ja gut, wir haben es ja nicht behauptet, wir haben nur Wikipedia zitiert, mein lieber Jürgen Kasek. Und nun werfen wir nochmal einen Blick auf den Tatort, auf das Twitter-Profil von Jürgen Kasek. Dort hat er knapp 20.000 Folger, was ja gar nicht so schlecht ist für jemanden, den außerhalb von Leipzig keine Sau kennt. Besagten Tweet hat er inzwischen gelöscht. Schreibt darauf, Tweet abgesetzt, missverständlich und deswegen gelöscht. Nein, mein lieber Jürgen Kasek, daran war überhaupt nichts missverständlich. Wir haben genau begriffen, was du gemeint hast und wir sind uns auch ganz, ganz sicher, dass du dich nicht falsch ausgedrückt hast, sondern genau das gemeint hast, was du auch geschrieben hast. Kasek schreibt weiter, wenn, interessiert es nicht. Er meint wahrscheinlich wen, also wem interessiert es nicht? Richtig, die Blaubraun, Blaubraun, mein Lieber, schreibt man dann doch groß, ne? Die wieder verlässlich etwas haben, um ihren Blutdruck zu steigern. Da fehlen auch mal wieder diverse Kommas. Was ist los mit dir? Ich denke, du bist Rechtsanwalt, mein Bester. Gern geschehen, schreibt er dann noch. Anzeigen folgen dann auch noch. Ja, daran sieht man ja mal, dass der Kasek den ursprünglichen Tweet gelöscht hat. Hat überhaupt keine Bedeutung, weil er haut ja gleich wieder drauf. Und jetzt, beziehungsweise das war vor ungefähr 10 Stunden, hat er einen Tweet nach dem nächsten abgesetzt. Nur mal exemplarisch noch diesen hier. Und weil Twitter Twitter ist, wird aus einem nicht sehr geistreichen, aber gelöschten Tweet ein Shitstorm. Ja, natürlich! Kasek schreibt weiter. Das Ziel wird markiert und Gewalt- und Vernichtungsfantasien erscheinen auf einmal legitim. Gilt es doch, den Gegner, dem man eine Schandtat nachweisen kann, zu vernichten. Ausgerechnet der Kasek schreibt von Gewalt- und Vernichtungsfantasien. Fabuliert könnte man wohl eher sagen, sollte man wohl eher sagen, der Mann, wohl Mann, weiß ich nicht, diese Person, die sich über den Tod eines Menschen lustig gemacht hat,
Diesen Menschen, der gerade verstorben ist, der Angehörige hat, der eine Familie hat, der Freunde hat, diesen Menschen beschimpft er im Nachhinein als Nazi und so weiter und so fort. Und dann wagt er es hier auch noch, das Maul aufzureißen, anstatt erstmal ganz, ganz kleine Brötchen zu backen. Schon faszinierend, dieser Kasek. Für mich ganz persönlich ist der Mann geisteskrank. Aber wie gesagt, das ist nur meine ganz persönliche Meinung, mein lieber Jürgen Kasek. Meine Lieben, haut rein, macht weiter und bis später.